What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Sollte es gerade eine Anmache sein? Ich weiß nicht. So, aber schon hart, was da so im Gange ist, ne? Ach komm, wir machen die mal auf. Ach, das geht nicht, okay. So, ich hole hier nochmal Lupertz. Das war eine Ration. Ich dachte gerade. Schon hart, ne? Mit den Patriots. Die können einfach, wie sie gerade Lust haben, die komplette Geschichte verändern. Muss man sich ja schon mal vorstellen. Die haben die Macht, alles zu verändern. Einfach, weil sie Lust drauf haben. Ach, scheiße. Emma erstickt gleich. Scheiße. Scheiße. Komm schon, überlebe. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Jetzt müssen wir schneller sein. Dadurch hat sie nämlich jetzt weniger Luftvolumen. Scheiße. Zack. So, wir haben es geschafft. Hier können wir wieder normal atmen. Puh. So, wir haben es geschafft, Emma. Du warst stark. So. Okay. Auf zur Shell One. Oh no. Bugs. I can't handle bugs. I hate them. Ist doch scheißegal. Tritt einfach drauf und dann war's das. Meine Fresse. So, dann sprühst du halt weg. Mein Gott, guck mal, ich kann auch so machen hier. Oder was ich auch versuchen kann, ich kann mit meinem Granatwerfer kommen und dann seid ihr tot. Mmh, yummy. Also, schlechte Idee. Einfach wegsprühen. Und die setzt sich da halt hin und lässt mich natürlich die Drecksarbeit hier machen. Naja, komm. Für Ordekorn. Der hat uns in letzter Zeit wieder so viel geholfen. Da müssen wir ihm jetzt auch mal einen Gefallen tun hier. So, verreckt. Weichet! Emma, kommst du? Ich habe den Aufzug gerufen. Mach hinne, Mädel. Schnell, bevor er wieder zugeht. So. Nach oben, bitte. Okay, komm mal mit. So, in Shell 1 sind zwar keine Wachen mehr, aber hier noch in Shell 2. Leider. Aber es macht ja nichts. Gute Nacht. Wir sind ja gewappnet gegen solche Störenfriede. Keine Sorge, der pennt nur. Freeze. Komm, wir haben es eilig. Nicht mehr lange, bis Arsenal wieder startbereit ist. Ernsthaft? Wo kommt der denn jetzt her? So. So ist jetzt der... Bevor der nachher noch Probleme macht. Ha! So. Da setzt sie sich schon wieder hin. Und guckt dem Typen beim Schnarchen zu. Naja. Hola! Hi! Und die bleibt einfach da stehen und es juckt überhaupt nicht, dass der bewaffnet ist oder so. Nix. Er ist eingepennt.
Ja, da ist nichts passiert. Keine Sorge, die leben alle noch. So. Ah, schön, wie die Sonne untergeht. Da hinten brennt's. Irgendwo ist hier noch so ein Seil. Da. Schön, ne? Wo ist denn die Sonne? Muss ja noch irgendwo sein. Okay. Emma! Kommst du? Kommst du? So. Komm. Na also. Keine Sorge, ich ziehe nicht den Arm lang. Das sieht nur so aus. Tun halt die Beine weh. Die haben mir irgendwelche Spritzen gegeben, wo wahrscheinlich Drogen enthalten haben, damit sie für die Terroristen gearbeitet hat, ohne irgendwie zu protestieren. Schon wieder einer. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Du weißt schon, dass die ganze Anlage bald auseinanderfällt, gell? Idiot. So, wir müssen hier lang. Schnell, bevor es wieder anfängt, wärmer zu werden. Hier geht es nämlich zu diesem Ölzaun, über den wir zur Shell One kommen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Damn it! What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Na, und jetzt? Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ja, macht ja nichts, aber Ryan war halt gerade ein bisschen in der Bredouille. Und jetzt hat ihm halt das kleine Mädchen hier kurz geholfen. Jetzt ist er, keine Ahnung, ich glaube, der findet es ein bisschen peinlich. Wow. Freeze. Peinlich. Gute Nacht. Na also. Da schläft er. Emma. Aufstehen. Sonst gibt's Haue. Sonst passiert das da, was mit dem da passiert ist. Oder ich schmeiß dich da runter. Das könnte ich natürlich auch arrangieren. Ach du Scheiße. So. Kommst du? Komm. Emma. Gib dem Händchen her. Keine Sorge, ich knutsch dich nicht ab. Ich habe eine Freundin. Die heißt Rose. Ups, das war ein Windstoß. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Also 40 Meter, es ist zwar nicht viel, also es hört sich nicht nach viel an, aber ich selber würde die Leiter nicht nach unten klettern. Das wäre mir irgendwie zu hoch.
Aber sie machen es beide sehr vorsichtig, das finde ich gut. The sunset, it's beautiful. Oh, schön. If we don't hurry, it'll be the last we see. Muss natürlich wieder alles verderben, wo ein ist. Na, supi. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Super, und was mit uns? Erstmal Snake fragen, natürlich. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Ja, mit unserer Sniper-Unterstützung hier und Snake. Ich sag's nochmal, Snake mag VR-Missionen nicht. Der ist nicht so der Fan davon. So, wir legen uns hier einfach mal hin. Schnappen uns das... Infrarotsichtgerät und schnappen uns dann noch das PSG-1. So, hier haben nämlich die Drecksäcke ein paar Claymores aufgestellt. Bloß um uns zu ärgern. So, war's das? Ah, ne, doch nicht. Warte mal. Pentazemin bitte. Der muss auch immer so rumbackeln, das gibt's doch nicht. Na, komm schon. Raiden. F. Da haben wir noch eine. Oh, gar nicht so einfach. So, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Super. Läuft doch gut. Aha. Nein! Ja! Was? Uah. Kopfschuss! Was machst du? Lad nach! Das Mädel stirbt! Wo kamen die denn jetzt alle her? So. Ich lasse meinen Aggressionen freien Lauf, wenn es hier nochmal so weitergeht. Dann gibt's aber mehr als nur Tode. Der zappelt schon wieder rum, das gibt's doch gar nicht. Kopfscheiß. Upsi. Oh. Emma, schnapp dir eine Feder. Als Andenken an diesen wunderschönen Tag, wo du fast gestorben wärst. Die Wöhne macht's auch so. Na? Jetzt versteckt sie sich da. Volltreffer.
Muss sie immer da an ihrem Kopfteil treffen, dann gehen sie mich sofort kaputt. Was ist das denn? Ach so, die Seile, die die Big Shell... Wo die Big Shell zusammenhalten, doch. Emma? Ach da. Sehr gut. Er fängt schon wieder zu wackeln an, das gibt's doch nicht. Och, why denn? Wow. Egal, komm, das kriegen wir jetzt auch irgendwie hin. Was ist denn jetzt schon wieder? Also ich meine, weil ich gerade das Ausrufezeichen gehört habe. Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on Strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Okay. Aber ich krieg das sicherlich irgendwie hin. Headshot. Wo ist denn der Snake? Ach da. Hi Snake. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das gespielt habe, habe ich da den so gesehen, habe gedacht, ach du Scheiße, da ist ein Scharfschütze. Hab dann geschossen. Hab dann so geschossen. Und habe ich gemerkt, dass das Snake ist. Schön. Oh. Boah, ich kann nicht snipern. Ist mir scheißegal, ich brauch die Muni nicht. Obwohl doch. Boah. Boah. Hier ist keins, Money. Ach, schön. Nein. Hör auf, auf das kleine Mädchen zu schießen. Ich treffe dich. Ich bin nicht fürs Scharfschützengewehr geeignet. Gib's ja zu. Obwohl, bei den Cyphern lande ich eigentlich fast immer Volltreffer. Oh. Ich brauch Money. Da. So. Wo ist sie denn? Emma? Ach da. Okay. War der Cypher da? So. Bisschen Zielübungen machen mit dem Löwen. Ja. Das gibt's ja nicht. Na doch, klappt. Das war toll. So, ich guck nochmal sicherheitshalber, ob hier wirklich keine Claymores mehr sind. Sicher ist sicher. Aber wenn es in eine reinläuft, dann ist es. Dann war's das mit Emma. Dann gab's mal eine Emma Emmerich. So, niemand da, niemand da. Okay. Gleich haben wir es geschafft, weil hier, wo Snake ist, da strebe E. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Ah, doch, da. Ha. Boah, ich habe jetzt fast meine ganze 10er-Ladung Pentazemin verbraucht, bloß weil der da nicht still liegen kann. Zappel Philipp. Ich dachte, da kam gerade noch ein. Alter. Scheiß Muni. Erschreck mich halt. Wo ist er denn da? Okay, gleich haben wir es geschafft. Tja, er lebt noch. Snake, du bist direkt daneben. Schieß doch. Meine Fresse. Töte dieses Monster.
Ha. Und tschüss. Ein für alle Mal. Mann, ey. Nur leider haben wir jetzt ein anderes Problem. Scheiße. Scheiße. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden. Get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Los. Dieser Vamp, ey, der hat bis jetzt nur Probleme gemacht, aber zum Glück haben wir ihn jetzt erwischt. Also eins kann ich versichern, auftauchen tut er nicht mehr. Zum Glück. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. So, wir haben ein Zeitlimit. Ich weiß nicht, wieso. Entweder so lange, bis Emma wirklich stirbt. Oder so lange, bis Arsenal Gear losstartet. Mit der Digital Kamera könnte ich jetzt Fotos machen, aber bringt tut mir das ja nichts, ne? Foto Finish. So, alles ist eingestellt. Auch die Fließbänder hier. Und da hinten, warte, wo ist er? Da. Guck mal. Das war derjenige, wo auch auf dem Tanker war mit seinem MP3-Player. Komm, er wird sowieso sterben, wenn er es bis jetzt noch nicht kapiert hat, dass es, dass sie jetzt alle weg sind. Komm. Ich erlöse ihn. Er wird nachher nur Qualen haben. Ihr werdet sehen nachher wieso. Hallo. Tschüss. Ah, diese Seife. Hau nicht ab, du blödes Kackding. Kackding. Stirb. Ach du Scheiße. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden. Ich hab gedacht, die hätten das vielleicht mal repariert oder so. Okay, nochmal von vorne. Also, wir machen die Tür auf. Schnappen wir uns eine SOCOM. Die Ration. Die Body Armor. Und uns die Digital Kamera. Wir rennen hier hoch wie ein wild gewordenes Wiese. Töten unseren Disco-Man. So. Rennen hier raus auf die EF Connecting Bridge. Killen ein paar Cypher. So. Und fertig.
So, und jetzt sind wir schlau. Hopp. So, der muss es jetzt aushalten. Oh, warte mal. Ah, nein. Puh. So, mit vollem Leben hält der länger aus. Obwohl, ich könnte auch einfach dran, wahrscheinlich so dran mich an der Wand vorbeischleichen, also in dem Fall ein Gitter. Das würde, glaube ich, auch funktionieren. Hup. Tatsächlich. Egal. So. Shell One Core. So, scheiß auf die Kellerasseln. Wir müssen hier durch. Der Fahrstuhl ist zum Glück gehackt worden. Wir können rein. Wir sind im Computerraum.